Gut 5 Monate nach dem Tod von Fußballlegende Diego Maradona haben Gutachter den Ärzten schwere Versäumnisse zur Last gelegt. Die Behandlung des 60-jährigen Argentiniers nach seiner Gehirn-OP sei mangelhaft und leichtsinnig gewesen. So steht es in einem Bericht von 20 Experten, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Maradonas Todesumstände untersuchten. Maradona war Anfang November wegen eines Blutgerinnsels am Gehirn operiert worden. Ende November starb er im Alter von 60 Jahren an Herzversagen. Seine Töchter kritisieren die Art und Weise, wie Maradona nach der OP in seiner Residenz behandelt wurde. Das Expertengremium kam nun zu dem Schluss, dass Maradonas Überlebenschancen bei einer fachgerechten Behandlung in einer Klinik besser gewesen wären. Die argentinische Justiz ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Neurochirurgen Leopoldo Luque, gegen die Psychiaterin Agustina Kosatschow, den Psychologen Carlos Diaz und mehrere Pflegekräfte. Sollte es zu einer Anklage kommen, drohen bei einem Schuldspruch hohe Haftstrafen. Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Sein Tod sorgte weltweit für Bestürzung.